Hallo, in diesem Video referiere und diskutiere ich mit euch über das Rätsel der sogenannten Fjordforelle, Salmotruta fjordus. Das ist kein wissenschaftlicher Name und ich bin auch kein wissenschaftlicher Mitarbeiter oder ähnliches oder Professor, auch wenn ich mir jetzt die Brille aufsetze. Das heißt, ich bin nicht bezahlt und habe keine windigen Studien am Computer gemacht, die sich im Nachhinein als völlig falsch herausstellen. Haben wir in den letzten Jahren ja alles schon mitgemacht, nicht? Gut, kommen wir zum Thema. Die Forelle, eine der faszinierendsten und ältesten Fischarten, die ich erst hier in Norwegen so richtig kennenlernen und studieren durfte. In den Bächen, Seen und Flüssen gibt es die Bachforelle, im Fjord, im Meer gibt es die Meerforelle, eine der ältesten Forellenarten, und manchmal die Regenbogenforelle. Aber daneben gibt es vielleicht noch eine weitere Forellenart. Sei gespannt. Regen, Nebel, bestes Forellenwetter. So gehe ich wieder an meinen Spot, an dem ich schon 4 verschiedene Salmonidenarten fing. Ja, oh, da meine, siehst du? Ein bisschen langsamer. Und was haben wir da? Eine Fjordforelle oder eine Meerforelle? Eine Fjordforelle, oder? Inzwischen bin ich schon so mit den verschiedenen Merkmalen der Forellenarten vertraut, wie ich auch einen leckeren Perlpilz von einem giftigen Knollenblätterpilz unterscheiden kann. Ist eine Meerforelle oder eine Fjordforelle? Wir haben hier eindeutig keine gerade Schwanzflosse. Wir haben eine relativ grüne Farbe mit einem bläulichen, teilweise violetten Schimmer. Und wir haben einen sehr kleinen Kopf. Ein wichtiges Merkmal hatte ich vergessen. Und zwar gibt es teilweise Halos um die schwarzen Punkte, die typisch für eine Bachforelle sind. Gelegentlich kommen auch ein paar blassrote Punkte vor. Eine Bachforelle scheidet allerdings aus, da auch diese eine absolut gerade endende Schwanzflosse besitzt. Das hier ist eine Fjordforelle, das ist keine Meerforelle. Auch deutlich erkennbar die hellgelben Flossen und die grünliche Rückenfärbung. Aber jetzt befreien wir den Fisch und lassen diesen Fisch auch wieder schwimmen. Mir fällt übrigens nur eine Salmonidenart ein, die auch eine gegabelte Schwanzflosse besitzt. Und das ist der Lachs. Auch typisch für den Lachs ist ein relativ kleiner Kopf und eine relativ kurze Maulspalte. Sind die tausenden Lachsfarmen in Norwegen also nicht nur für die Parasiten in den Gewässern verantwortlich? Die Wissenschaft behauptet nein. Allerdings wissen wir alle aus den letzten Jahren, dass die Wissenschaft käuflich ist und sogar über Leichen geht, wenn der Profit stimmt. Und die Lachse sind nun mal ein Milliardengeschäft in Norwegen. Auch für diese These spricht, dass sich das norwegische Fischereiamt nicht für diese eigenartigen Forellen interessiert. Oder ist es einfach nur eine endemische Art, die von Süd- bis Mittelnorwegen existiert? Na komm, versuch's mal, vielleicht schaffst du es ja noch. Hier sieht man noch deutlich die roten Punkte. Das ist irgendwie schon fast eine Bachforelle. Naja. Wer die Fische nicht häufiger fängt oder ausschließlich die eine Art, wie ich in der Diskussion mit einigen Zuschauern hier in Norwegen feststellte, der wird die Unterschiede vielleicht gar nicht bemerken. Sie sehen sich ja auch zum Verwechseln ähnlich, wie auch Gepard und Leopard. Daher hier 2 Forellen im direkten Vergleich. Unten eine klassische Meerforelle. Dunkle, gerade Schwanzflosse, großer Kopf, keine Halos um die Punkte. Oben eine Fjordforelle. Gelbliche, gegabelte Schwanzflosse, kleiner Kopf und, hier und da rötliche Punkte, leichte Halos um die schwarzen Tupfen. Eine Bachforelle ist es aber auch nicht, denn schau mal hier. Das sind keine gestellten Fotos. Die gezeigten Paare habe ich so an Ort und Stelle innerhalb kurzer Zeit gefangen. Oben diesmal eine Bachforelle mit gerader Schwanzflosse, gelblicher Färbung und vielen Halos um die großen Tupfen. Unten eine Fjordforelle mit gegabelter Schwanzflosse und relativ kleinem Kopf. Hier nochmal zum Vergleich eine in Anführungszeichen reinrassige Meerforelle. Salmotruta truta.
die Mutter aller Forellen. Bastarde sind übrigens meistens relativ kleinwüchsig. Ich habe von dieser Forellenart noch keine einzige gefangen, die mehr als 43 cm maß. Auch das würde dafür sprechen, dass es sich um eine Kreuzung aus einem Farmlachs und einer heimischen Forelle handelt. Das Fleisch dieser Forellenart ist übrigens auch orangefarben, allerdings nicht ganz so intensiv wie das der Meerforelle oder des Lachses. Auch geschmacklich bleibt der Fisch dahinter etwas zurück. Was meint ihr? Was meinst du? Hast du diese Forellenart schon mal hier gefangen oder gesehen oder vielleicht auch nur gefangen? Dann schreib mir es mal bitte in die Kommentare, was du von meiner Theorie hältst. Vielleicht hast du ja noch eine andere Theorie. Oder wir sind hier etwas auf der Spur.